Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir für heute überlegt, dass ich euch so ein bisschen behind the scenes mitnehme. Denn ich hatte euch neulich auf meinem Instagram so ein bisschen so eine kleine Studiotour gezeigt und ich dachte, wir machen heute mal so ein kleines Inception-Make-up. Das heißt, ihr seht mich einmal auf dem großen Display, ich filme parallel, aber mit meinem Handy und zeige euch, was hier rumsteht. Und die Produkte, die hier stehen, sind die Produkte, die ich am meisten benutze, meine Top-Favoriten für mein Alltags-Make-up. Und ich bekomme ganz, ganz liebe Nachrichten immer jeden Tag bei Instagram, dass euch meine Base gefällt, dass das alles so schön aussieht. Und das freut mich natürlich. Ich möchte euch das natürlich aber auch zeigen, weil ihr seht immer nur das, was ich in Videos teste, aber ihr seht sehr, sehr selten, was ich eigentlich im Alltag trage. Und deswegen habe ich mir heute überlegt, ihr werdet in die Schubladen der Schande bei mir schauen können und wir schminken daraus meinen Alltagslook. Ich probiere das so zeitlich zu schneiden, dass es auch wirklich derzeit fast entsprechen würde, die ich für dieses Make-up brauche. Ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht und wir fangen jetzt auch gleich an. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid zu einem neuen Video und ich hoffe, es geht euch allen gut und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Freunde, womit fangen wir an? Ach so, ja, also hier ist mein iPhone. Ihr werdet gleich sehen, dass ich hier auf meinem iPad noch den Ton aufnehme. Ihr seht ja, dass ich hier dieses Mikrofon habe. Ich zeige euch jetzt erstmal hier, wie dieses Studio aussieht. Ich schnipp's dreimal, dass ich das so ein bisschen synchronisieren kann. Also, so sieht das Ganze hier aus. Recht kramig. Ich habe einmal dort meinen Spiegel. Dort ist die Kamera. Dort dieses kleine Display, was ihr hier seht. Da kann ich sehen, ob die Kamera läuft oder nicht. Und hier kann ich einstellen, ob das alles scharf ist. Hier kann ich einmal raufdrücken und dann wird das Ganze scharf. Ich zeige euch mal so ein bisschen grob erstmal hier, wie das Ganze hier aussieht. Ich habe hier so ein Ding. Ich habe euch das mal unten in der Infobox verlinkt. Ich hatte das bei Instagram euch neulich auch schon gezeigt. Hier sind so die Sachen, die ich ja recht greifbar brauche. Dann geht es hier weiter mit meinen ganzen Cremes und Pflegeprodukten. Halbwegs ordentlich. Die Tiegel sehen halt alle immer so ein bisschen schmutzig aus. Und jetzt, Freunde, kriegt bitte keinen Schreck, ne? Das ist mein Arbeitsplatz und ich schminke mich hier ungefähr 12-mal die Woche. Deswegen sieht das so ein bisschen schmutzig aus. Und ich mache das gefühlt jeden Sonntag sauber, aber hier, ich rutsche mal ein Stück zurück, ist einmal meine Schublade, wo alles drin ist, was ich, ja, regelmäßig benutze. Wir haben hier Concealer, Bronzer, ein paar Paletten. Hier, wie gesagt, auch noch ein paar Produkte. Hier ist auch noch mal ein Schrank. Da sind die Pinsel drin. Ja, und das war's. Freunde, wir fangen jetzt einmal an. Ich finde, das ist eine ganz spannende Sache, einfach hier mal so ein bisschen, also ein bisschen mit Schnitt und ein bisschen Bewegung hier, dass das Ganze auch nicht langweilig wird. Ich finde, diese Beauty-Videos sind ja sehr schlicht. Ihr seht weißen Hintergrund und ihr seht den ganzen Tag mein Gesicht. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen an. Ihr habt eben schon gesehen, was hier so rumstand. Das ist die Charlotte Tilbury Cream. Die werden wir gleich benutzen. Aber als erstes gehe ich nochmal in meine Pflegeschublade und schaue mal, was wir hier haben. Hier sind so ein paar Sprays von Make-up Revolution. Das benutze ich meistens abends. Was ich aber eigentlich immer als erstes benutze, ist von Beauty Mains diese Hyaluron Boost Creme. Ihr seht, die ist auch fast leer. Und davon gebe ich mir einfach schon mal so ein bisschen, okay, ein bisschen in mein Gesicht. Die ist sehr, sehr gut. Also das ist einer meiner absoluten Favoriten im Moment. Und damit gebe ich schon mal so eine erste Schicht Pflege in mein Gesicht. Die zieht extrem schnell ein. Also es ist schon fast weg. Das ist krass. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben, dass die Creme so unglaublich schnell einzieht. Aber das mag ich sehr, sehr gerne daran. Und jetzt kommen wir zu der Charlotte Tilbury Cream. Ich hatte mir damals diese kleine Testergröße gekauft. Das war am 14. Februar und ich benutze sie eigentlich täglich und das ist immer noch ein bisschen was drin. Ich habe euch neulich auch auf Instagram gesagt, dass ich im Moment an einer neuen Full-Face-Reihe arbeite, beziehungsweise das erste Video habt ihr ja auch schon gesehen. Und unter anderem wird es auch ein Full-Face Charlotte Tilbury geben. Ich hatte euch nämlich gefragt, welche Produkte wollt ihr, dass ich sie mal teste, weil ihr sie euch noch nicht leisten wollt, weil ihr Angst habt, ob sie wirklich gut sind oder nicht. Unter anderem war halt wirklich sehr viel Charlotte Tilbury dabei. Ich habe eine sehr, sehr große Charlotte Tilbury Bestellung abgeschickt. Müsste irgendwann in den Tagen kommen und dann testen wir wirklich alles, was ihr haben wollt. Die Creme ist toll. Ich benutze sie sehr, sehr gerne als Primer tatsächlich, weil sie einfach sofort so einen leichten Glow in meiner Haut gibt und das schön prall ist. Und jetzt schauen wir mal, was hier noch so drin ist. Hier ist noch die Bobbi Brown Creme. Ich mag die gar nicht, ehrlich gesagt.
Hier sind die Foundations. Nehmen wir noch einen Primer. Was auch toll ist, ist das hier. Das hätte ich aber vorher benutzen sollen. Das ist von Dior, dieses Hydra Life. Kostet viel Geld. Ist sehr gut, aber naja. Ich glaube, ich nehme den Milk Makeup Hydro Grip Primer. Der ist sehr toll. Also ich habe neulich mit einem Zuschauer geschrieben auf Instagram, der mich gefragt hat, wie der ist. Iconic. Der ist, hört ihr das? Super, super klebrig. Davon braucht man wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Also ihr seht, ich investiere sehr, sehr viel Zeit in meine Pflege und lasse mir da auch morgens sehr viel Zeit. Weil ich finde, es sieht am Ende einfach schöner aus. Das ist ganz krass. Und es geht weiter mit Color Correction. Und da habe ich hier in meiner Schublade, hier ist das Kabel, entschuldigt bitte. Und please don't come for me, dass es so schmutzig ist. Das ist wirklich eklig. Ich mache das gleich sauber. Hätte ich eigentlich auch vorher machen können. Color Correction. Ich habe hier einmal den Jeffree Star Color Corrector. Seht ihr diese Golddinger? Als ich mein Gesicht vergoldet habe. Den nehme ich, glaube ich. Ich habe hier ansonsten aber noch einmal den von LA Girl, der ist mittlerweile, glaube ich, schon abgelaufen. Und was ich sehr, sehr gerne benutze, ist hier von We Makeup, dieser Ever Liquid Lipstick. Ich benutze jetzt als erstes den Jeffree Star Concealer, nur ganz bisschen da, wo es so leicht verfärbt ist. Der ist mir persönlich nicht orange genug, weswegen ich hier diesen Liquid Lipstick ganz leicht mit reinmische, dass das so ein bisschen orangefarbener wird und dann passt das Ganze auch ein bisschen besser zum Color Correct. Arbeite ich mir das hier schon mal ein und ihr seht, es corrected halt die Farbe komplett weg. Und dadurch, dass ich den Jeffree Star mit runtergemischt habe und viel Pflege drunter gegeben habe, ist das Ganze auch nicht so, so super trocken. Wie gesagt, ihr seht jetzt wirklich meine Produkte, die ich jeden Tag benutze, wenn ich mich bei Instagram zeige, wenn ich mich geschminkt zeige. Also eigentlich das, was ich standardmäßig benutze. Ich wechsle ab und zu Foundations, aber sehr, 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 sehr selten. Ich mische meistens nur Foundations neu und schaue, wie das Ganze funktioniert, weil ich denke so, nein, ich will nicht, dass sie kaputt geht, dass sie leer geht, sondern ich will einfach, dass das so ein bisschen, ja, ausprobieren. Für mich ist Make-up ausprobieren. Ich verbringe sehr viel Zeit mit Make-up und ich möchte, dass das Ganze spannend bleibt für mich. Okay, weiter geht es mit Foundations. Und da habe ich hier so ein paar. Ich habe hier einmal die Burberry Foundation. Und die nehme ich heute mit dieser hier. Das ist die Dior Forever Skin Glow Foundation. Eine der schönsten Foundations, die es, finde ich, auf dem Markt gibt. Mir ist die ein bisschen zu hell, weswegen ich die mit der Burberry mische. Die Burberry ist, ihr habt sie gesehen in dem Hattie-Video, sehr, sehr dunkel und sehr, sehr grün-oliv. Beides zusammen funktioniert aber sehr gut für mich. Die ist schön glowy, die sieht einfach, es tut mir leid, die sieht geil aus. Und davon gebe ich mir 3 Pumpstöße auf meine Platte und von der Burberry Foundation einen halben. Die ist sehr dunkel. Ich habe, wie gesagt, da verschiedene Foundations stehen, ich wechsle die ganze Zeit. Welche aber immer mit drin ist, ist die Dior Foundation. Egal mit welcher, Freunde. Also wenn ihr, ich habe immer gesagt, ein schönes Dupe dazu war die Catrice Liquid Dewy, nein, nicht die normale, sondern die leuchtende von Catrice, die ist leider aus dem Sortiment genommen. Und dann nehme ich mir immer so einen Pinsel hier und mische das Ganze einmal durch, dass die Farbe auch wirklich schön zusammengeht. Das ist, ich zeige es euch mal, das ist wie so eine Walze und dadurch verbinde ich wirklich die Partikel schön miteinander. Drehe das dann, weil einfach die Texturen unterschiedlich sind und ich möchte, dass das Ganze gut zusammen funktioniert. Und dann streife ich mir das hier ab einmal, nehme meinen Beauty-Schwamm, mache den hier mal so ein bisschen sauber und dann kann der auch wieder zur Seite. Und dann fange ich an einzuarbeiten. Ihr wisst, dass ich immer sehr viel, es sieht immer sehr gewaltig aus, wenn ich meine Foundation einarbeite. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich die Foundation richtig einklopfe, also klopfen, mit Bums, ne? Dann hält das länger, weil ich das wirklich in die Poren reindrücke. Ihr müsst natürlich auch ein bisschen dann abends dafür sorgen, dass das Ganze wieder rausgeht. Aber in der Bewegung, die ich mache, rolle ich diesen Schwamm so ein bisschen auf mein Gesicht. Und dadurch komme ich wirklich zwischen die Poren. Color Match ist eine 10, die zusammen Bombe. Ihr werdet auch gleich sehen, die Produkte, die ich hier in der Schublade habe, die sehen halt einfach benutzt aus. Was nicht heißt, dass ich ein kleiner Schludi bin. Okay, ein bisschen. Aber das ist einfach benutzt. Ich benutze Make-up und ich glaube, wenn ihr jemanden seht, der Make-up als seinen Job benutzt
Und ihr Produkte habt, die immer perfekt aussehen. Ich meine, ich schminke damit niemand anderes. Deswegen ist das, mir ist das persönlich egal, ob die Sachen außen sauber sind oder nicht. Solange meine Pinsel und meine Schwämme immer sauber sind, ist das die Hauptsache. Wenn die Verpackung ein bisschen Puder dran hat, mein Gott, wo sind wir denn hier? Dann ist er nicht im OP. Und ich habe einen Friseurtermin bekommen, Freunde. Bald muss ich nicht mehr mit Mütze hier sitzen. Okay, die Foundation ist einmal eingearbeitet und ihr seht, ich habe schon einen recht schönen Glow drauf. Jetzt kommt ein kleiner Pro-Tipp. Ich benutze ein Setting Spray und das ist das Morphe Continuous Setting Mist. Brume Fixatrice Continue. Französisch. Ich weiß nicht, warum das nicht mehr Leute machen, aber es macht doch Sinn, wenn ich möchte, dass die Foundation hält, die Foundation schon mit Setting Spray einzusprühen. Deswegen nur ganz leicht. Einfach so für einen leichten Touch, das trocknet jetzt ein, das zieht jetzt in die Foundation ein und dann ist das Ganze wirklich, wirklich schön. Und jetzt begeben wir uns mal auf die Suche nach Concealer und da seht ihr schon einige. Hier, das ist Wimpernkleber, total schlimm, aber ich krieg's nicht sauber. Das ist der Jouer High Essential Coverage Concealer, den benutze ich einmal und im Moment benutze ich wirklich sehr, sehr gerne diesen hier von e.l.f. Der Camo Concealer. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Wir werden sehr, sehr hell. Und ich benutze als erstes den dunkleren. Das ist der Jouer High Essential Coverage Concealer. Ich habe den in der Farbe Creme. Und da gebe ich mir einfach so ein bisschen was hin. Der hat eine sehr hohe Deckkraft. Im Moment benutze ich den lieber als den Tarte Shape Tape. Okay, mein Tarte Shape Tape ist auch leer. Und ehrlich gesagt bin ich zu geizig, wieder 26 Euro für einen Concealer auszugeben. Weil das Ding ist, ich habe ja Concealer. Es ist ja nicht so, dass ich keine habe. Aber irgendwie der Tarte Shape Tape, der war jetzt gut. Und jetzt probiere ich halt mal wieder ein paar andere. Man muss ja auch ein bisschen Spannung hier haben. Ich lasse das Ganze so ein bisschen antrocknen. Dadurch zieht die Feuchtigkeit ein bisschen raus und die Deckkraft wird erhöht, wenn ich das Ganze gleich verblende. Was ich in der Zwischenzeit mache, ist konturieren mit einem Cremeprodukt. Und da habe ich hier von Uma Beauty diesen Contouring Stick. Ich weiß, ich finde den nirgendwo im Moment, aber davon gebe ich mir so einen ganz leichten Klecks hier hin. Der ist sehr, sehr kühl. Aber ich gehe dann noch rüber mit einem und zwar von Juvia's Place. Aber wo ist er denn? Ach, hier. Das ist die Farbe Cameroon. Die gibt es bei Purish. Ich setze euch das auch unten in die Infobox. Da gehe ich noch so ein bisschen drüber, dass das Ganze etwas wärmer wird. Und dann nehme ich meinen Schwamm, blende erstmal den Concealer aus, dass der nicht ganz so schnell antrocknet, weil der trocknet halt sehr, sehr schnell an. Und in der Zwischenzeit lasse ich mein Contouring so ein bisschen aufwärmen durch meine Hautwärme und dadurch kann ich das gleich leichter verblenden. Und ihr seht, es ist sehr, sehr hell. Ihr wisst, ich mag es gerne, wenn es hell ist unter den Augen. Gehe hier auf meine Nase. Und das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen aufgehellt. Und dann nehme ich mir hier von Mrs. Bella eigentlich sehr gerne diesen Brush von BH Cosmetics und tupfe einfach nur hier rauf. Immer auf derselben Stelle und immer so ein bisschen hin und her. Und dann seht ihr, habe ich hier gleich schon eine Kontur. Das sieht jetzt ein bisschen intensiv aus, aber am Ende funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Hier seht ihr schon, es ist so ein leichter Contour-Touch mit drin. Und dann gehe ich hier so nach vorne, suche mir die Concealer-Seite hier, gehe nochmal rüber und blende den Concealer dann so ein bisschen in die Kontur mit rein. Als nächstes kommt noch ein anderer Concealer. Das ist dann der e.l.f. Der ist nur, um hier nochmal so ein bisschen aufzuhellen. Und in der Zwischenzeit überarbeite ich mein Puder, dass ich ja hier einige Jeffree Star Puder habe. Und ich suche mir dann die passende Farbe raus. Topaz ist zu dunkel. Wir haben hier einmal Fair Beige. Und dann brauche ich noch Rose. Und die mische ich mir zusammen. Und das werde ich einmal tun. Sie sind fast leer. Ich bin jetzt, glaube ich, durch meine siebte oder achte Packung von diesem Puder. Ich meine sogar, dass es mittlerweile bei Douglas gibt. Deswegen, ich setze euch die hier unten rein. Dann blende ich den Concealer hier einmal aus. Und dadurch wird das halt hier innen noch ein kleines Stückchen heller. Und dann suche ich mir die halbwegs saubere Seite hier. Gehe in mein Puder rein. Drücke es einmal auf meiner Hand aus. Gucke nach oben und dann wird es gefettet. Presse immer weiter hier dieses Puder in die Haut. Dadurch muss ich das Ganze mit dem Pinsel nicht mehr unbedingt abnehmen. Und der Concealer verbindet sich mit diesem Puder und dieses Puder ist so wunderschön, dass es aussieht wie sehr weich gezeichnet. Ich habe bestimmt schon 6 Packungen von diesem Puder verbraucht, seitdem es, ach mehr, 7. Ich habe ja hier schon alleine 4 stehen. Toll. Ich weiß, ich sage es euch immer wieder, Freunde, mittlerweile gibt es aber auch bei Douglas und das ist sehr einfach dann zu erhalten. Und ihr seht, es ist extrem weich gezeichnet jetzt unter meinen Augen. Und mit dem Rest gehe ich einfach erstmal so grob rüber. Ich will ja kein Puder verschwenden. Ich habe auch hier noch so ein bisschen was in meiner Hand und arbeite mir das Ganze
schön in die Haut ein. Was ich dann mache ist, ich suche in meiner Kramschublade wieder was und habe das Charlotte Tilbury Puder. Auch das, Freunde, es ist leer. Also es ist fast leer. Und ich nehme meinen Schwamm, gehe hier rein und presse das in meiner Haut. Benutze bei Pudern im Moment recht wenig Pinsel, bevor es richtig gesettet ist, sondern ich arbeite eher mit Schwämmen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dadurch verschiebe ich nichts. Und dann nehme ich einen Puderpinsel und gehe in ein anderes Puder. Und das ist das Wet n Wild Photo Focused Puder. Auch das liegt immer in meiner Schublade. Auch das ist schon, glaube ich, das dritte oder vierte Produkt, also die vierte Packung. Und gehe hier rein und sette mein komplettes Gesicht. Damit gehe ich ungern mit einem Schwamm auf nasse Concealer und Base, weil ich weiß nicht warum, aber dann wird mein Concealer dunkler. Das ist ganz, ganz komisch. Also das ist wirklich nur, um so leicht übers Gesicht zu dusten. Und ihr seht, Full Coverage, sehr, sehr ebenmäßig, aber trotzdem, dadurch, dass ich dieses Cream Contouring Produkt benutzt habe, nicht so platt. Und so sieht die Base eigentlich schon gar nicht schlecht aus, Freunde, oder? Ich habe euch jetzt mal ein Stückchen herangeholt, dass ihr einfach sehen könnt, wie meine Base von nahem aussieht. Sehr, sehr glatt, sehr, sehr weich. Und Full Coverage. Bronzer fehlt und da benutze ich auch hier von It Cosmetics meinen Brush. Und es gibt, ja, wie viele Bronzer gibt es hier? Ich habe hier einmal den Too Faced Bronzer, den Milk Chocolate Soleil Bronzer, dann den Butter Bronzer. Auch der, wie gesagt, den kennt ihr schon, der ist fast leer. Und welchen ich wieder so ein bisschen neu für mich entdeckt habe, ist von Hattie und Love den Bronzer. Den benutze ich jetzt hier im Video aber extra nicht, einfach weil es den nicht gibt. Dieser Milk Chocolate Soleil Bronzer ist die teure Version zum Butter Bronzer, finde ich. Außer, dass der nach Schokolade riecht und der Butter Bronzer riecht nach, nicht Butter, Kokosnuss. Auf der Haut sieht der aus wie so ein bisschen weich. Beim Butter Bronzer ist noch ein bisschen mehr der Fall als bei dem Chocolate Bronzer hier. Die Haut sieht nass aus, so saftig. Was jetzt natürlich hier in meinem Gesicht so ein bisschen fehlt, weil ich viel Puderprodukte benutze. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu den Augenbrauen. Und da liegen hier auch einige Produkte drin. Und zwar habe ich hier einmal mein Spoolie, hier mein Benefit-Produkt und hier von Tarte diesen Augenbrauenstift. Der ist sehr, sehr gut. Ich finde den im Moment ein bisschen zu rotstichig. Für mich mittlerweile sind meine Haare rausgewachsen, also meine Farbe. Und ich habe jetzt komplett meine Naturhaarfarbe, sie sind noch ein bisschen nass. Das heißt also, ich muss wieder so ein bisschen kühler werden. Und ich bürste mir die dann durch und benutze dann eigentlich im Moment am liebsten von Benefit den Precisely My Brow. Weil er einfach, ich weiß nicht, ich mag, wie er in der Hand liegt. Das ist halt wie ein Stift, ihr habt hier so eine kleine Raffung mit dran. Und dann gehe ich hier unten einfach lang und hier oben. Nehme die andere Seite. Dann wird das Ganze einfach verblendet und fertig. Ihr seht sofort einen Unterschied. Ich ziehe die Spitze hier so ein bisschen hoch, damit ich wie so einen Natural Brow Lift habe. Blush ist der nächste Schritt bei mir. Ich mache erstens meistens die Augenbrauen und dann benutze ich Blush. Brauche ich euch gar nicht zeigen, weil es gibt keinen Blush, den ich täglich immer benutze. Weil Blush ist wie Nudeln kochen, da kannst du nicht viel falsch machen. Was ich gerne mache ist, ich nehme von der Hattie Palette, der Day Palette, den Ton Smile, nehme einen Blushpinsel und gehe hier rein. Ihr seht, Palette ist wirklich schon echt durchgerockt, weil sie einfach dies täglichen Gebrauch, die liegt hier drin und sie wird benutzt. Und dann nehme ich mir diesen Pinsel und tupfe mir so ein bisschen Blush auf. Das ist eine schöne Farbe. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit Lidschatten als Blush, weil sie sind sehr, sehr schnell, sehr, sehr intensiv. Aber ich mag es ja gerne, wenn es blushy im Gesicht ist. Und dann, wenn wir die Palette gleich in der Hand haben, ich nehme einen Highlighter Brush von Morphe und gehe in die Farbe Sandstorm rein, nehme einiges an Produkt auf, klopfe ab und das setze ich mir hier außen hin und arbeite mir das dann so ein bisschen in die Crease rein. Trage im Alltag keine Lidschatten oder keinen Lidschatten-Look. Ich nehme aber meistens immer einen braunen Lidschatten oder meinen Bronzer und fahre hier so rum. Das sieht dann einfach immer so ein bisschen zusammener aus. Und mit dem Rest gehe ich hier an meine Nase und verbinde meine Nase mit meinen Augenbrauen. Ich konturiere dann mit dem Rest so ein bisschen. Ich finde, das sieht dann einfach ein bisschen mehr zusammen. Also es sieht aus, als wäre es alles so gewollt, wie es ist und nicht, als hätte ich irgendwie zufällig ein bisschen Farbe in mein Gesicht geklatscht. Ich fixiere meine Augenbrauen mit dem Benefit 24-Hour Brow Setter. Der hält ewig. Also wenn ihr euch den kauft, habt ihr bestimmt gefühlt 2 Jahre was davon, wenn ihr ihn täglich benutzt. Man braucht nicht viel. Ich gehe hier vorne hoch, drücke das richtig an
Und die Augenbrauen bleiben den ganzen Tag. Ich verspreche euch, den ganzen Tag so. Was ich noch mache ist, ich benutze ein Produkt, was es nicht mehr gibt. Es gibt eins von Urban Decay, aber sehe ich nicht ein. Ich habe nämlich hier von Catrice ein. Das ist der Eyebrow Long Lasting Brow Definer. Das ist eigentlich ein Eyeliner in Braun. Und damit ziehe ich mir einzelne Härchen in meine Braue, weil ich es extrem schön finde, wenn das Ganze so bushy ist. Nur ganz leicht, immer so um 1 Millimeter oder so, weil es dann aussieht, als wäre die vordefinierte Braue so hochgebürstet und fluffy. Ihr seht hier, hier ist es einmal nicht gemacht. Und hier seht ihr, habe ich so einzelne Härchen reingemalt und das sieht buschiger aus. Wunderbar, Freunde. Und der letzte Schritt ist eigentlich Mascara. Und auch da ist eher so ein bisschen, worauf habe ich heute Lust? Heute habe ich Lust auf zwei Mascaren, die ich gerne benutze. Einmal von Asam. Die teste ich halt schon seit fast 2 Wochen und ich mag sie extrem gerne, weil sie so einfach zu benutzen ist. Also ich habe keine Probleme, diese Mascara zu benutzen. Nehme ich meine Wimpernzange und nehme für oben die von Asam. Und ihr könnt sofort auf jeden Fall sehen, dass sie extrem schwarz sind. Ich brauche nicht so super Wawa-Wurmwimpern im Alltag. Ich finde, das sieht immer dann so ein bisschen künstlich aus. Also ich meine, mein ganzes Gesicht ist künstlich, aber da müssen die Wimpern nicht ganz so künstlich aussehen. Und für unten, Freunde, wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr das auch noch. Das ist von Rival de Loop, diese Allrounder-Mascara. Das sind einmal für den unteren und für den oberen Wimpernkranz. Und für die unteren Wimpern ist hier so ein ganz, ganz kleines Bürstchen. Und das ist perfekt für unten. Perfekt. Highlighter darf selbstverständlich nicht fehlen. Und Freunde, hier kommt nichts anderes ins Haus als meine eigene Palette. Ich glaube, es gibt noch immer noch ein paar bei Amazon. Bei Douglas sind wir jetzt ausverkauft. Flaconi vielleicht, ich weiß es nicht. Ich setze euch die nochmal rein. Ich habe es schon mal gesagt, was weg ist, ist weg. Dieses Jahr kommen neue Sachen. Und das war ein wunderschöner Start. Aber 2020 kommt noch viel, viel mehr. Und wir brauchen Platz für neue Sachen. Ich wische hier einfach so ein bisschen durch. Und gebe mir hier nur ganz leicht so ein bisschen was auf meinen höchsten Punkt. Das reicht im Moment schon. Ich bin im Moment so ein bisschen so weniger Highlighter. Und das, Freunde, ist einmal mein fertiger Look mit meinen Produkten, die ich wirklich am allermeisten benutze, die hier in meiner super disgusting Arbeitsfläche sind. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz so abgeschreckt. Ich würde das Ganze noch setten. Ich benutze auch hier wieder das Setting Spray von Morphe. Ich warte jetzt aber noch, weil meine Mascara ein bisschen antrocknet. Und wenn ich jetzt rübergehe, dann sieht das Ganze nicht so schön aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ihr könntet so ein bisschen verstehen, wie ich mein Make-up mache. Es hat jetzt natürlich etwas länger gedauert, weil ich viel Zeit gebraucht habe, euch das alles zu erklären und zu zeigen und so. Aber normalerweise bin ich in 20 Minuten mit einem Full-Face High-Coverage-Make-up fertig. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne eure Make-up-Routine im Alltag mal unten in die Kommentare. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf.